Ja, das sieht richtig aus. Mit Pferd geht es einfach so viel effizienter. Richtig? Da war ich ja schon ewig nicht mehr, oder? Wahrscheinlich das letzte Mal, als ich Saat oder Tiere zusammengetragen habe. Deshalb ist ja auch die Auswahl so gut an Frauen. Okay, die ist doch nicht so gut wie erwartet. Kann ich mal was helfen? Da. 15 Eier, verdammt nochmal. Produktionstechnik, gar nicht schlecht. Eisenschwertinvestierung. Warte auf den nächsten Abend. Okay, und Eisenmangel, was braucht die? Dreimal Eisenerz. 15 Eier ist schon happig. Ist hier ein Händler? Ah, die. Du hast nicht zufällig Eier im Angebot, oder? Nein. 15 Eier ist nicht wenig. Da will wohl jemand ordentlich Muskeln aufbauen durch Proteine. Coole Sache, einfach drüber springen. Quest. Ist ja schön, du hast das schon mal. Das kann ich. Konnte, okay. Edle Schuhe liefern. Die habe ich sogar. Moment mal. Ach so, eine andere, ja, natürlich. Das hat man ja schon mal. So, da ist überall nichts. Nach Lesnica könnte ich nach die ganzen Quests. Ach, das ist ein Hornika, da muss ich hin, okay. War das nicht hier irgendwie hier? Nee, es war wohl ganz anders, aber ist egal. Genau, hier kann ich durch und dann nach Lesnica, genau. Ach, ärgerlich, dass ich die ganzen Eier schon verbraten habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Der leckeren Obstkuchen. Aber Obstkuchen ist wichtig. Sag mal, diese ganzen Brücken hier, die gab es doch früher auch nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass sie erst dazugekommen sind.
Leckere Milch. Und mit einer Kuh mehr habe ich jetzt auch deutlich mehr Milcheinkommen. Und da ich eh ein großer Verfechter von Milch bin. Oh, verdammt. Warte mal, wo bin ich lang geritten? Ach, ich bin da runter. Ach, egal. Ich habe einen Denkfehler gehabt. Wollte gerade sagen, das sieht auch aus wie diese Insel. Da ist bestimmt auch noch was drauf. Und natürlich ist da was drauf, weil. War da was drauf? Weil wir da schon waren. Ich hoffe, ihr hört meinen Nachbarn jetzt nicht mit der Motorsäge sägen. Es ist nicht der faule Nachbar. Der ist echt fleißig, der macht auch ständig was. So, und wenn ich jetzt langsam ein Überangebot an Ton habe, kann ich vielleicht auch irgendwann Apfelwein und solche Sachen machen. Voll Äpfel will ich tatsächlich ein bisschen in aufsparen, für den Fall, dass doch noch eine Quest kommt, in der ich Äpfel brauche. Wäre dann halt blöd, wenn ich keine mehr gibt, weil du nur begrenzt ernten kannst. Und kaufen ist auch so eine Sache. So, schauen wir mal, was du für eine Quest für mich hast. Einfach von einer Seite zum anderen springen, das ist schon toll, so wirst du tatsächlich nicht ausgebremst. Das ist schützend und ich habe schon fast die ganze Welt bereist. Pferd ist praktisch. So, kann ich mir was helfen? Oh, Problem. Okay. Genau deswegen bringe ich die Tiere nicht so gern vorher schon um. Weil dann findest du wieder keine mehr. Okay, noch Chisernica, dann nach Hornica und dann wieder hoch. Vielleicht habe ich schon die nötigen Sachen. Muss ich glaube ich hier rüber. Ich muss nach Süden, nicht nach Osten. Ich weiß noch nicht mehr ganz. Ich weiß noch drei Punkte, an denen es Wölfe gab, mehr nicht. Aber das sollte reichen. Vielleicht ist die Jagd ja auch, dass ich Wölfe töten muss und. Dann kann man eins mit dem anderen ja kombinieren. So wie ich jetzt Hornica mit den Sachen abliefern kombinieren kann. Würde mich echt mal interessieren, wo alle ihre Dörfer gebaut haben. Also als ich das Spiel damals kennengelernt habe, der hat seins, ich glaube, hierhin gebaut. Wahrscheinlich wegen der Kombination hier alles in der Umgebung. Aber ich finde es hier eigentlich echt praktisch, weil das ist alles Gebiet, was ich rein theoretisch zubauen kann. Auch wenn ich soweit nicht gedacht habe, aber ich wollte einfach so eine Einsiedlerei haben. Wie ist es? Blanker Wahnsinn.
Ja, daher kannst du mir besorgen, wie sein. Ich besorge dir gerne was. Brauche ein paar Hosen für den Einrichtungs entwerfen abends. Was brauchst du da? Leder und Wolle habe ich alles da. Wie viel muss ich töten davon? 5. Ja, das ist ja gar kein Problem. Auf nach Hornika. Das Fetzen. Ich muss auch irgendwann mal gucken, dass ich meine Stadt ein bisschen schöner mache vom Aussehen her. Also, dass ich Sachen dazu baue, die noch möglich sind. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt gerade das Pferd so anschaue, das sieht komisch aus. Das sieht aus, ob das Pferd mir ein... Naja, ist auch egal. Aber die Reitanimation ist noch ein bisschen merkwürdig. Und wenn das Pferd dabei diese Geräusche macht, macht es das nicht besser. Wirklich ziemlich querfeldein mit dem Vieh. Das ist super. Wenn man bedenkt, wie lange ich jetzt gebraucht hätte, um diese ganzen Quests abzulaufen, das erste Mal. Ich bin schon wieder vollkommen falsch gelaufen. Hab mein Pferd ein bisschen verletzt. Aber das Pferd hält ehrlich gesagt echt gut. Hätte es auch einfach so machen können. Nehmen wir noch die andere Quest an. Du hast eine Quest. Kutbert. Wir brauchen die Hilfe, jetzt noch eine schreckliche Stunde, das hast du zerstört. Du könntest dir bitte helfen, um Ressourcen zu sammeln. Okay, was brauchst du? Stein, Stroh und 22 mal Rundholz. Okay. Ich gebe erstmal die Sachen hier ab. Okay, das sieht jemand. Die schaut mich direkt an. Nicht die beste Wahl. Hier. Okay. Ich gehe jetzt nach Hause, liefere der Alten das Eisen. Und machen wir das mal so. Dann bin ich direkt hier. Rundholz kriege ich hier. Stroh und Stein. Wird auch kein Problem sein. Also ich kann das dann alles hier machen später. Okay, was ist das gewesen? Aber ist ja auch egal. Das Rundholz kann ich relativ schnell dann besorgen. Hey! Was soll denn das? Hat er gerade mein Pferd angegriffen? Blödes Mistvieh! Schön, dass der Pfeil direkt daneben gegangen ist.
Ich glaube, mein Pferd geht's auch gut. Pferd? Pferd ist schwer verletzt. Gar nicht cool. Ich muss noch ein bisschen Stroh dann bei den Typen für das Haus mitbringen. Und den Rest kann ich dann, wie gesagt, hier einfach sammeln. Also darf ich noch nicht die Jagdquest vergessen. Schön, oder? Haben wir gebaut. Ich sollte ein bisschen aufpassen, nicht, dass mein Pferd wirklich zu Schanden reite. Es ist jetzt nicht billig gewesen. Die Sachen für die alten Lumpen kann ich dann auch mitnehmen. Okay. Dreimal Eisenerz. Brennt uns hält noch ein bisschen. Oh, Eisenerz haben wir ein bisschen. Noch. Näher mich, das ist kein Problem. 8 Leder, 3 Wolle. Leder. Und ein bisschen Stroh. Hier ist das Eisenerz. Wundervoll. Die bin ich schon so wenig. Treffst dich zu weit. Ich sagte schnell, nicht viel. Yay. Oh, Eisenpfeile. So, 15 Eier. Vielleicht habe ich die ja schon. Glaube ich aber zwar fast nicht, aber könnte ja trotzdem sein. Und ich guck mal kurz, dass ich noch ein bisschen was zwischen die Zähne kriege, auch wenn es nur Milch ist. Hier ist ja noch mehr Milch. Oh, wir haben 15 Eier. Ist der Eimer hier? Eimer? Vielleicht ein bisschen zu viel. Lass mal das hier. Denn hier waren noch 2 Eier drin. Perfekt. Ein Journal.
Ja, man braucht immer noch einen ganzen Tag, um die Quests abzuarbeiten. Ich dachte, da liegt ein Wolf. Ich geh mal vorsichtig ein bisschen. Alles gut. Ja, und die Zeit müsste noch wach sein. Hauptsache, ich kann ein paar Quests abschließen, tatsächlich. Okay, jetzt einmal langsamer. Wenn du überall eine Quest hast, dann ist es schon ein bisschen heftig. Auf jeden Fall wegen die Ortschaften recht schnell. So. Wo ist denn der Typ? Da, du. Hier ist es nicht so, weil das ist so hungrig. So, hab ich noch irgendwas dazu gekriegt? Eine Journalie. Nähe mich. War ja auch in der Nähe, oder? Ranika wahrscheinlich. Westen, ja, das passt. Könnte ich noch hinkriegen. Ich sage diesmal einfach, dass ihre besser sind. Vielleicht darf ich sie dann behalten. Ich glaube, sie will es einfach nur hören, dass ihr es besser ist. Nette alte Schabracke, hier, ich bin zurück. Nicht ganz, ich will es zeigen. Wo ist der jetzt? Okay. Warte. Neun Tiere, okay. Ja, das könnte jetzt ein bisschen anstrengend werden. Wildschwein, Bärwolf, okay. Ja, okay. Alte Lumpen. Alles ein Stück weit weg. Ich muss mal ganz kurz hier zumachen, sonst. Da ist doch. Das ist ein Wiesent, oder? Ja. Muss hier gleich mal kurz ein bisschen zumachen, sonst sehe ich hier wieder nichts mehr in der Nacht.
Nee, geht nicht schneller. Wir brauchen Ausdauer. Ich reite schon wieder falsch, Mensch. Ich mache jedes Mal den gleichen Fehler, habe ich das Gefühl. Zurück. Ich muss echt mal darauf achten, in welche Richtung ich eigentlich reite. Wie spät haben wir es eigentlich? 22 Uhr, okay. Da kann ich jetzt wahrscheinlich eh mit keinem reden. Vielleicht baue ich mir auch irgendwo mal ein Lagerfeuer, einfach so. Okay. Ja, hier in Rolnica gibt es ja alles Mögliche. Gefährlicher Hase. Kennt ihn nicht, den gefährlichen Killerhasen? Muss trotzdem aufpassen, ich will nicht, dass mein Pferd wieder angegriffen wird. Da haben wir schon das Erste. Aber schon zwei. Ich war's. Nimm den scheiß Bogen. Der ist tot. Da ist Nummer zwei. Der lebt noch. Ja, ich wusste es, ohne seinen Kopf ist er wehrlos. Da ist noch einer. Der will den Hasen da töten. Ich will nur jemanden retten. Mensch. Lass mich doch nicht hinterher rennen. Ja, sie ist tot. Gut, dann tue ich das Einzige, um ihn zu bestatten, was noch geht. Ich nehme ihn in Pflege. Ich muss mal ganz kurz einen Schnitt machen, Moment. So, weiter geht's. Jetzt habe ich auf jeden Fall die Sache mit den Wölfen schon erledigt, das ist schon mal gut. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen was hier reinpacken. Auch wenn er nicht so die Welt reinpasst. Das gute Fleisch erstmal. Und das tut mal. Ich bin ein bisschen beschädigt. Ihr dürft leben. Das ist ein Fuchs. Ja, lacht ihr nur. Hier ist der Weg. Nehmen wir mal die Zeit. Das ist kein Bär.
Ja, ich doch immer Glück mit Bären. Der nächste. So gut bin ich noch nie mit dem Quest da gekommen, glaube ich. Da ist noch einer. Da unten. Genau da. Gut, zum Glück habe ich einen zweiten Langbogen deswegen. Weil ich wusste, der geht mir kaputt. Da ist noch einer. Ein Kopfschuss geht alles leichter. Es dürfte nicht sein. Hier war doch immer Bären. Irgendwie jetzt nicht mehr.